eine Stunde hat dieser zweite Satz gedauert. Zwei Satzbälle hat er gegen sich abwehren müssen. Und im Tiebreak lag er bis zum 3-beide immer hinten. Und nun 1-beide in dieser zweiten Halbfinalbegegnung. Und alles ist wieder offen. Das war ungemein wichtig für Boris Becker. Denn ansonsten hätte Jared, das klingt so selbstverständlich, mit 2-0 Sätzen geführt. Und das wird nicht ohne Wirkung bleiben bei Anders Jared, dass er diesen Satz verloren hat, nachdem er die großen Möglichkeiten für sich nicht genutzt hat. Sechs Punkte in Folge hat Boris Becker eben gemacht in diesem Tiebreak. Viel Spannung in diesem zweiten Satz und jetzt kann es natürlich noch spät werden bei dieser zweiten Vorschussrundenbegegnung. Aber immer wieder imponierend für mich, wie Boris Becker mit seinen 17 Jahren das alles nervig übersteht, wie er sich aus kritischen Situationen hinaushangelt, obwohl er ja selbst natürlich auch merkt, dass der Aufschlag nicht so kommt, wie er es gerne hätte.